Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und in diesem Video zeige ich euch und präsentiere euch die Gala-V-Kollektion. Und zwar Gala-Lauchzolot-V. Sehr cool. Ein neues Produkt, was rausgekommen ist. Und wir werden das mal hier ganz schnell und fix öffnen. Hier drin bekommen wir zwei SWSH 03, also Schwert und Schild. Flammende Finsternis Booster und ein Schwert und Schild Basis Booster, worüber ich sehr glücklich bin. Und noch nach den Flammen Booster. Wir gucken einfach mal, was hier so los ist in dieser Box. So. Schwupp. Und los geht's. Hier ist Gala Lauchzolot. Oh, die PTCGO Codekarte ist hinter Gala Lauchzolot. Das haben sie sonst so nicht gemacht. Zeige ich euch natürlich gleich aus allernächster Nähe. Diese coole Promo. Mit dieser PTCGO Online-Codecard kann man natürlich Gala Lauchzolot für das Sammelkartenspiel online freischalten. Und hier haben wir dann das Gutstück auch noch. Ups, als XXL-Variante. Ohne hier bitte den Background umzuschmeißen. So, genau. So, das Plastik kommt hier weg. Hier die flammende Finsternis Booster. Ich hoffe echt, dass wir was Gutes hier rausziehen können aus diesen Packs. Dann haben wir hier Schwert und Schild Basis. Auch da gerne einen guten Pull raus. Und hier haben wir Sonne, Mond, Nacht in Flammen. Wir öffnen es einfach mal, weil es zu der Box dazugehört. Aber eigentlich, naja, kann man glaube ich von Nacht in Flammen nicht so viel verlangen. Hier haben wir Gala Lauchzolot V. Zielsicherer Speer. Einmal während deines Zuges, wenn dieses Pokémon von deiner Bank in die aktive Pokémon Position wechselt, kannst du beliebig viele Kampfenergien von deinen anderen Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Das hört sich ja schon mal gar nicht so schlecht an. Meteoreinschlag zieht 200, während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. Okay. Alles in allem gar nicht so schlecht. SWSH Nummer 043. Ja. Genau. Und nun geht's los mit Nacht in Flammen. Echt gespannt, ob wir hier irgendwo was Gutes rausziehen können. Aus diesen Packs. So. Guck, Karte aus dem Weg. Wie eigentlich immer in Nacht in Flammen, da habe ich jetzt nicht so das allergrößte Vertrauen drin. Beziehungsweise, ich erhoffe mir auch eher die Puls aus anderen Packs, aus denen die noch kommen. Weil ich einfach schon so viel nach den Flammen geöffnet habe. Weil es einfach in fast jedem Produkt drin ist. Oder Sonne, Mond, Basis, oder Stunden der Wächter, oder Aufziehen der Sturmröte. Ist einfach überall. Genau, Sonnenfeld, Tangela ist die Reverse. Und die Stern ist eine Holo. Es ist Zwirrfinst. Auch nicht übel. Sehr cool. Mit dunkler Einladung und Gedankenstoß. Okay. Ist wenigstens kein Pack für die Tonne. Sondern wir haben eine Holo gezogen und das nenne ich schon mal ganz gut. Und mal sehen, was jetzt möglich ist. Und los geht's. Mit Glibunkel und Gala Mauzi. Poplo, Fatality, Maracamba, eine Stahlenergie, Phonifras, Fleckleon, gewöhnlicher Angel, Flottball ist die Reverse und Leute, es ist Morpeko V. Mit Funkensprung und Elektrorad. Morpeko ist ziemlich cool im Spiel. Hier als, ja, als Pull kann ich Morpeko schlecht einordnen. Also so wirklich playable ist, glaube ich, nicht. Was war denn da drauf? Genau, so wirklich playable ist es, glaube ich, nicht. Meines Wissens nach. Aber trotzdem ganz nett. Funkensprung zieht 20, diese Attacke. Fügt auch ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 20 Schadenspunkte zu. Und Elektrorad 150. Lege eine Energie von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Wenn du das machst, tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Ja. Also, es ist ein cooler Pull. Definitiv. Aber es ist jetzt nicht mein Most Wanted aus dem Set. So, nächstes Pack. Und
Mal sehen, was uns das Pack beschert. Bautz und Raffel. Cooles Artwork, mag ich, passt zu ihm. Weberak, Ignivor, Ebobotas, Psychoenergie, Versteck, Finsternisenergie, Datignes, ups, Hypnomorba, Yarafuyal als Reverse, ist eine Stern-Reverse, also gar nicht so schlecht. Und Desporter, eine Holo. Also bisher in jedem Pack irgendein Pull. Zwar nicht die qualitativ besten, aber sehr schön. Desporter gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Desporter ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Von daher. Sehr gut. Letztes Pack hier. Letzte Chance auf Glück. So. Codekarte auch hier weg. Und 1, 2, 3, 4. Vor die 2 davor. Und hier haben wir Hippopotas. Und Golbit. Eneko. Kapuno. Pummeluff. Eine Kampfenergie. Klick, Klack. Vigicheetah. Rauchschwaden. Die Reverse ist Skoppel. Okay. Und die Stern. Leute, es ist keine normale Stern, es ist eine goldene Karte. Und zwar, es ist Gortrom. Als goldener Pull. Hier Gortrom Secret Rare mit Blitztrommeln und Einhämmern. Einhämmern zieht 140. Und Blitztrommeln. Einmal während deines Zuges kannst du dein Deck nach bis zu 2 Pflanzenenergiekarten durchsuchen und sie an eins deiner Pokémon anlegen. Mische anschließend dein Deck. Sehr gut. Das nenne ich einen super genialen Pull. Hammer. Also die Box hat sich ja doppelt gelohnt. Sehr schön. Super cooler Pull. Hammer. Leute, Leute. Das hier ist eine Box. Das hier ist eine richtig coole Box. Wir haben echt gute Sachen gezogen. Mit dem Morpeko, wie war ich relativ zufrieden. Und den 2 Holos. Das wäre okay gewesen. Zwar jetzt nicht bombastische Puls, aber durch das Gortrom, Leute, ist hier alles rausgerissen. Das ist der absolute Oberkracher. Zusammen hier mit Gala Lauchzelot V, den man auch nicht verkennen darf, denn das ist ein cooles Pokémon. Hammermäßig, die Ausbeute. Ich hoffe, ihr hattet super viel Spaß beim Zuschauen und ich wünsche euch viel Glück bei euren eigenen Openings, bei den Pokémon-Karten, die ihr euch besorgt, die nächsten Tage bei den Pokémon-Produkten. Und ich drücke euch die Daumen. Schaut auch weiterhin rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe. Bis dann!